Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund wird den 2020 auslaufenden Vertrag mit Trainer Lucien Favre offenbar nicht zeitnah verlängern. Laut Bild werden sich der BVB und sein Erfolgscoach erst in der Länderspielpause Mitte März zusammensetzen, um über ein neues Arbeitspapier zu beraten. Mit einer schnellen Einigung wird allerdings gerechnet, sollten die Dortmunder bis dahin sportlich weiter so überzeugend auftreten wie aktuell. Der BVB hatte nach 19 Spieltagen 48 Punkte auf dem Konto, so viele wie noch nie in seiner Vereinsgeschichte zu diesem Zeitpunkt der Saison. Favre, der im Sommer von OGC Nizza ins Ruhrgebiet wechselte, hat großen Anteil am Aufschwung. Lucien Favre, und das war auch für mich neu, ist jemand, der auf bestimmte Details Wert legt, denen vorher keine große Bedeutung beigemessen wurde. Es war auch für mich wirklich überraschend zu sehen, welche Kleinigkeiten zu Leistungssteigerungen führen können, lobte Sportdirektor Michael Zorc den Schweizer unlängst im Kicker.